Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrhelder.de. In diesem Video möchte ich mich mit dem Verhalten bei Gewittern beschäftigen und im Gegensatz zu bei diesen Bauernregeln möchte ich das natürlich alles ein bisschen begründen und nicht nur einfach irgendwas daher labern. So, wir haben ein Gewitter, wie man hier drüben an dieser Skizze erkennen kann. Wir wissen, man soll bei Gewittern einfach den Unterschied zwischen dem Blitz, den wir sehen, und dem Donner, den wir hören, zählen. Also die Sekunden eigentlich da messen, dein eigenes innere Stoppuhr zu betätigen und dann fängt man an zu zählen, 1, 2, 3 und so weiter und überlegt sich, wie weit ist man da weg. Wir haben jetzt sowas gemacht und kamen auf ein Delta T von etwa 9 Sekunden, also ich habe bis 9 gezählt. 9 Sekunden, die Bauernregel sagt, nehme die Anzahl der Sekunden, teile sie durch 3 und du kommst auf die Entfernung zum Gewitter. Das heißt, der Bauer würde hier uns raten, wir hätten nur 3 Kilometer bis zum Gewitter. Auf was beruhten diese Bauernregeln? Nun, wenn ich den Blitz sehe, bevor ich den Donner höre, muss sich also Licht schneller ausbreiten als der Donner. Nun, Licht ballert sich wahnsinnig schnell aus. Wir können also sagen, das sehen wir sofort auf diese Distanz. Aber der Donner scheint 9 Sekunden zu brauchen. Daraus kann man hier ermitteln, müsste der Donner etwa 333 Meter in der Sekunde zurücklegen. Nun, die Schallgeschwindigkeit ist tatsächlich irgendwo in diesem Bereich. Die Schallgeschwindigkeit sind normalerweise irgendwo was in Nähe von 333 Meter durch Sekunde. Das hängt von vielen Parametern ab. Das heißt, umso wärmer es ist, umso schneller breitet sich Schall aus, umso kälter es ist natürlich, umso langsamer. Auch spielt der Luftdruck eine Rolle und dementsprechend kann das von 300 bis 350 variieren. Aber für die Bauernregeln trifft das ganz gut zu. Die andere Zahl, die man sich da merken kann, auch hier grob gerundet, damit man einfach das Ganze sich besser merken kann. 1, 2, 3, 4.234 Kilometer pro Stunde entspricht etwa dem da oben. Nun, wo braucht man das sonst noch? Naja, das kennt ihr von Überschall. Wenn ein Flugzeug schneller als das hier fliegt, dann ist es da, bevor man hört, dass es da wäre. Bevor man hört, dass es gestartet ist. Oder einen Schuss abgibt, dann ist die Munition schon an euch vorbei, bevor ihr hört, dass der Schuss abgegeben wäre, wenn man schneller wäre als diese Geschwindigkeit. Das heißt, diese Bauernregel basiert einfach nur auf der Schallgeschwindigkeit. Hier sollte man vielleicht noch anmerken, dass wenn ihr wirklich nur 9 Sekunden zählt, das Gewitter nur 3 Kilometer von euch entfernt ist, ein Gewitter hat auch eine gewisse Ausdehnung, das ist schon viel zu nahe dran. Hier wird es gefährlich, dann müsst ihr andere Dinge beachten. Nun, was soll man bei Gewittern beachten? Am besten, wenn ihr also weniger als 10 Sekunden zwischen Blitz und Donner gezählt habt, geht ins Haus rein. Versucht aber ein Haus zu nehmen mit Blitzableiter oder sonstigen Vorkehren, haltet euch nicht an ihr irgendwie an metallischen Gegenständen fest, also nicht an der Heizung, die vielleicht schlecht geerdet ist, oder an Stromleitungen, nicht an Stromleitungen, also steckt die Fernseher aus, steckt alles, was elektrisch ist, aus. Falls ihr noch Telefonleitungen habt, die überirdisch verlegt sind, was recht selten ist, dann auch das ausstecken und davon wegbleiben. Auf keinen Fall dann telefonieren bei solchen Fällen. Schützt euch einfach vor Dingen, die den Strom leiten können. Nun seid ihr aber nicht in der Nähe eures Hauses oder in irgendeinem Haus, sondern ihr seid irgendwo auf weitem Flur mit dem Auto unterwegs, dann müsst ihr keine Angst haben, weil das Auto wirkt sozusagen als Blitzableiter. Es ist aus Metall, es leitet den Strom, der Blitz schlägt ins Auto ein und leitet es direkt außenrum weg. Versucht nur aus Sicherheitsgründen nicht die Außenwände des Autos zu berühren, wenn es irgendwie geht, aber ist nicht notwendig, nur einfach aus Sicherheit. Das nennt man so einen faradäischen Käfig, wenn euch das genauer interessiert. Nun seid ihr aber auf einer Wanderung, weder Auto noch Häuser noch sonst was in der Nähe. Was passiert dann? Nun, das Dümmste, was man zu einem Fall machen kann, ist sich unter Bäume stellen. Es gibt da auch Bauernregeln, so wie Eichen sollst du meiden, Buchen sollst du suchen. Totaler Blödsinn. Das Gewitter unterscheidet überhaupt nicht zwischen den Baumarten. Da hat der Bauer mal wieder geirrt. Jeder Baum ist einfach schlecht. Versteckt euch nicht unter Bäumen, werdet lieber nass. Geht auch nicht in welche Holzhütten rein. Und alles, was erhöht ist in einer natürlichen Umgebung, sorgt dafür, dass der Blitz da bevorzugt einschlägt. Es ist nicht garantiert, dass er in den Baum einschlägt, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er in den Baum einschlägt, als in den Grund neben dem Baum. Das heißt, geht möglichst ins freie Feld. So, jetzt kommt man auf die Idee zu rennen. Hier, mein Strichmännchen möchte hier rennen, rennt weg von dem Blitz und dem Donner. Der Blitz schlägt hier ein. Was passiert? Nun, wir haben hier eine Überspannung. Die Spannung fällt Stück für Stück ab. Wir haben immer weniger Spannung. Naja, das heißt, dieses Bein und dieses Bein haben beide unterschiedliche Potenziale. Die Spannung dazwischen
Wir haben eine Spannungsdifferenz zwischen den Beinen. Naja, dementsprechend muss dann Strom fließen. Der Widerstand des Körpers ist so gering genug, dass dann ein Strom durch euch fließt. Das heißt, je weiter die Beine auseinander sind, desto gefährlicher wird es. Das heißt, wegzurennen ist sehr, sehr schlecht für euch, weil dann die Beine maximal auseinander sind. Genauso, das wolltet ihr nicht irgendwie auf dem Pferd oder sonst was gehen und meinen, ihr reitet da weg, weil da ist die Spanne zwischen den Beinen noch größer und das wird noch schlimmer. Das heißt, wenn ihr euch fortbewegen wollt, unbedingt nehmt die Beine zusammen und springt so komisch wie ein Frosch in der Gegend rum. Oder macht es viel geschickter, Beine zusammen und auf dem Boden zusammenkauen. Dann passiert euch nicht, vor allem Beine wirklich direkt zusammen, damit ihr nicht diese Spannungsdifferenz zwischen euren beiden Füßen habt. Also Beine zusammen, vor Ort und Stelle bleiben. Wenn ihr unter einem hohen Gegenstand wart, Baum oder sonstige Mäste, ein bisschen davon weggehen, vielleicht in eine Art Kuhle oder sowas reingehen. Das wäre der nächste Tipp. Also, zählt die Zeit, Füße zusammen, wegen dem Potenzial und garantiert nicht unter irgendwelche Bäume oder Schutzhütten oder sonst was machen. Viel schlimmer. Ist halt lieber nass als durchgebrutzelt. Nun, danke, dass ihr hier auf www.jurelda.de reingeschaut habt. Besucht uns mal noch auf Facebook. Dankeschön!